Hallo zusammen. Heute reden wir über Verschalungsteile. Verschalungsteile sind bei uns meistens aus Kunststoff. Bei Kunststoff gibt es zwei verschiedene Arten: Thermoplast oder Duroplast. Duroplast kann man nur einmal formen und dann bleibt es. Dann kann man es nicht mehr so gut recyceln. Man kann es nur verhäckseln und irgendeinen Belag mischen. Während dem Thermoplast kann man immer wieder umformen, wenn man die richtige Temperatur, das sind etwa 130 Grad, erreicht, kann man die immer wieder neu in Form bringen. Wir machen Teile aus so einem Thermoplast. Die ersten Versuche habe ich schon bei meinen Modellautöli und Modellschiffli gemacht, so als Kleine bei der Mutter im Backofen. Sie hatten nicht immer die gleiche Freude gehabt wie ich, weil nachher hat der ganze Backofen und damit die ganze Küche nach dem Kunststoff gestunken. Aber heute ist das etwas einfacher. Wir haben dann selber so einen grossen Backofen gebaut und haben die ersten Teile bei uns selber gemacht. Das Umformen geht relativ gut. Das ist eine Platte, die man abzieht über eine Holzform oder eine Aluform. Mit Vakuum tut man die herziehen, aber das Besäumen, das Schneiden, da haben wir dann relativ lang dran. Bei so einem Teil über eine halbe Stunde, bis wir die Kante super hatten. Darum arbeiten wir schon seit langem, seit über 20 Jahren, mit der Firma Swissplast in Sargans zusammen, die diese Teile für uns macht. Die heutigen sind noch etwas raffinierter als meine, die ich als Kleine gemacht habe. Die bestehen aus ABS und die Oberfläche ist eine ganz hauchdünne Schicht PMMA. Das kennt ihr von den PET-Flaschen. Dieses PMMA, das macht, dass die immer so schön glänzig sind, auch über 10 Jahre und länger. Und ist ein guter UV-Schichtfilter. Während das ABS dahinter ist eingefärbt und breit schön den Farbton, den man braucht. Wenn die mal nicht mehr gebraucht sind, dann kann man die wieder einsammeln. Dann kann man die verhäckseln und es gibt Granulat für neue Kunststoffteile. Wobei die sind dann nicht mehr so schön weiss, die sind dann grau oder schwarz. Die grauen und die schwarzen Teile bei uns sind recycelte Kunststoffteile.